Ja, herzlich willkommen zu meinem Reisebericht Enterprise Agile in der Fiducia. Bevor wir einsteigen, würde mich mal ganz kurz interessieren, wer von Ihnen ist heute schon in einem Unternehmen aktiv, wo Agilität auf Enterprise-Ebene ein Thema ist? Mal kurz die Hand heben. Okay. Oh, erstaunlich viele. Wo ist es geplant, aber noch nicht unterwegs? Gar nichts, wenig. Gut, der Rest genießt die Aussicht oder hört sich an, wie sowas ablaufen kann. Ich hoffe, ich habe einiges für Sie dabei, wo Sie vielleicht selber für sich auch nochmal ableiten können, ist denn das, was wir auch bei uns im Unternehmen einsetzen können. Na, super. Jetzt macht mir hier die Anwendung einen Streich. Versuche das mal hier kurz. Ah, super. Was ist, wenn man es? Ich habe noch ein Backup dabei, falls Prezi nicht mag. Ja, was ich Ihnen, während das Ding hochfährt, heute erzählen möchte, ist so ein Reisebericht, wie wir Agilität hier in der Fiducia einführen. Und wie jeder Reisebericht wollen wir uns natürlich erstmal so ein bisschen die Historie anschauen. Wo kommen wir her? Und genau das machen wir jetzt als erstes. Wir schauen mal, wann fing Agilität in der Fiducia an? Und es ging bei uns im Jahr 2009 los. Davor sieht man die Straße hinter dem Hügel verschwinden, da ist noch sehr viel unbekanntes Land. 2009 erste agile Inseln bei uns in der Framework-Entwicklung. Und wir haben vorhin ja bei dem Vortrag vom Dr. Böß gehört, ist so ein Grassroot-Effekt tatsächlich auch bei uns gewesen. Kein Plan irgendwie vom Top-Management vorgegeben, sondern einfach aufgrund der Initiative einzelner Leute entstanden. Dann 3 Jahre lang etliche weitere agile Inseln und 2012 haben wir dann so den ersten Meilenstein, der auch eine gewisse Veränderung darstellt. Dort ist nämlich Agilität auf Bereichsebene gekommen und es ist auch das Center of Competence Agile gegründet worden. Was dieses Center of Competence macht, sehen wir uns nachher nochmal an. Warum Agilität auf Bereichsziel? Da gibt es vielleicht verschiedene Theorien dazu, aber so eine wirkliche Ursache-Wirkungskette kann ich zumindest gar nicht mal ableiten. Natürlich hat man aus diesen Inseln, aus diesen agilen Inseln gewisse positive Erfahrungen gemacht und Effekte erzielt, aber dass wir 2009 schon angetreten wären und gesagt haben, 2012 machen wir das als Bereichsziel und versuchen das in der Anwendungsentwicklung, und das ist in der Fiducia mit 800 Leuten einer der größten Bereiche, versuchen das dort zu implementieren, das war also noch nicht geplant, sondern das ist entstanden, denke ich, aus verschiedenen Umfeldfaktoren hat sich halt das ergeben, dass man plötzlich das als Bereichsziel formuliert. Und es wird sich bei diesem Change, und Sie werden das nachher im Laufe des Vortrags sehen, auch weiter durchziehen. So Ursache-Wirkungsketten, gerade bei so einer agilen Transition, sind oft sehr schwer herzustellen. Und ich werde am Ende da auch noch mal kurz drauf eingehen. Wenn wir dann noch weiter auf unserer Straße nach vorne schauen, 2014, also Gegenwart, wo sind wir da? Da haben wir die nächste Hürde genommen. Wir haben agil als Unternehmensstrategie definiert. Wir haben dort tatsächlich stehen, wir wollen eine agile Organisation werden. Hier fällt es mir jetzt schon leichter zu analysieren, warum das ist. Zum einen, wir haben einen Wechsel im Vorstandsvorsitz gehabt im letzten Jahr und wir haben einen neuen Vorstand dazu bekommen. Und dieser Vorstand kam von oder war früher bei der SAP tätig, hat da das agile Gedankengut mitgenommen und ist jetzt einer der Treiber für das Thema agile Organisation. So, also da stehen wir heute und wie in jedem Reisebericht oder Reiseführer gibt es auch so eine, bei mir jetzt so eine kleine Landkarte, wo wir eigentlich Agilität finden. Das ist natürlich jetzt keine geografische mit Ländern, Flüssen, Gebirgen, sondern was wir hier sehen, ist so symbolisiert die Anwendungslandschaft der Fiducia. Wir tauchen da auch mal rein und
keine Angst, Sie sehen nicht schlecht oder Ihre Brille ist nicht unscharf. Das ist bewusst, weil das ist nichts, was ich hier mitnehmen darf und öffentlich zeigen darf, weil das die Domänenlandschaft der Fiducia darstellt. Deswegen habe ich es ein bisschen unscharf gemacht und grau eingefärbt. Das Entscheidende sind eigentlich hier die orangen Kästchen. Das sind nämlich überall, dort wird Agilität heute gelebt, dort werden Produkte agil entwickelt. Und was man sieht, ist eigentlich, das ist erstmal ein Fleckenteppich, ja. Es ist bunt verteilt und es ist auch genauso, wie wir vorgegangen sind. Also das folgte keiner Strategie, wir haben jetzt nicht gesagt, wir machen hier rechts oben, das ist so dieser Endkundenkanal, wo E-Banking zum Beispiel beheimatet ist, dort machen wir jetzt alles agil, sondern das war eher so auf Freiwilligkeit. Also wer möchte agil sein, wo haben wir vielleicht schon unter der Haube agil gearbeitet und genau dort sind wir auch eingestiegen und dementsprechend sieht jetzt diese Landschaft aus. Nächster Schritt wird wahrscheinlich hier sein, dass wir das mehr konsolidieren, dass wir sagen, wir wollen zum Beispiel, habe ich jetzt hier irgendwo so einen Pointer, na, ich will es nicht ausschalten, also hier oben in der Mitte, da sieht man, sind drei Kästchen zusammenhängend, vielleicht baut man da weitere dazu. Das wäre jetzt eine mögliche Strategie. Über andere Strategien reden wir nachher noch. Was noch auffällt, hier unten eingezeichnet, wir haben eine sehr große Hauptabteilung, wo so zentrale Frameworks und Entwicklungsumgebungen, Architektur gemacht wird. Und dort ist auch schon sehr viel Agilität zu finden, was aber auch daran liegt, dass der Chef von dieser Abteilung ein Sponsor des agilen Vorgehens ist und der natürlich ein Interesse hat, das auch selber bei sich einzusetzen. Ja, bei jeder Reise gibt es irgendwie ein Ziel und es gibt auch jemanden, der vielleicht Ziele vorgibt, so eine Art Reiseleitung. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie sieht denn diese Reiseleitung bei unserem agilen Change aus. Und das haben wir hier, das ist ein Transitionsteam und das besteht im Kern aus diesem Center of Competence Agile, aus dem ich komme. Und wir haben hier zwei Teams, einmal ein Methodikteam und ein Engineering-Team. Gestartet sind wir eigentlich erstmal mit so einem Methodik-Team. Methodik ist also alles Scrum, Kanban, agile Werte vermitteln, das passiert dort. Und das Engineering-Team beschäftigt sich mit agilen Softwareentwicklungspraktiken und versucht das in die Mannschaft, in die Breite zu bringen. Beide Teams werden gespeist aus einem Transitions-Backlog. Ja, das ist nichts anderes wie ein Product-Backlog, nur dass dort keine Stories drinstehen, die irgendein Software-Inkrement beschreiben, sondern das sind Stories, die ein Transitions-Inkrement beschreiben, wo also drinsteht, wir wollen als nächstes das erreichen. Das beschreiben wir tatsächlich in Form von User-Stories mit Akzeptanzkriterien und wir gucken auch am Ende eines Sprints, ob wir die erreicht haben oder eben nicht, das kommt auch vor. Und dieses Transitions-Backlog wird von dem Product Owner verwaltet, das ist meine Aufgabe. Ich muss dafür sorgen, dass es priorisiert ist, muss dafür sorgen, dass das Richtige drinsteht. Und damit das Richtige drinsteht, gibt es außenrum eine ganze Menge an Stakeholdern, die wir immer wieder abholen. Und da sehen wir hier auf der linken Seite, wir haben so ein Sponsorenkomitee. Das besteht aus einem Bereichsleiter von der Anwendungsentwicklung und drei Hauptabteilungsleitern. Mit denen treffen wir uns alle vier Wochen, machen ein Review-Meeting, um zurückzublicken, was haben wir geschafft. Wir gucken nach vorne, machen einen Planning-Teil. Und wir sehen, es gibt hier noch weitere, ich will die gar nicht alle im Einzelnen aufzählen. Ganz wichtig, vielleicht nochmal das Thema Personal, also wir haben sehr viel mit der Personalabteilung zu tun, die uns da auch unterstützen. Zum einen mal, weil es ein Change ist im Unternehmen, wo Veränderungen passieren und das sind die Profis darin, Veränderungen auch in der Firma zu etablieren. Aber auch, weil natürlich die Menschen betroffen sind und auch da wiederum müssen wir mit der Personalabteilung sehr eng zusammenarbeiten. Was wir heuer angefangen haben, ist hier unten mit der Mainframe-Ecke. Die Fiducia hat nicht nur Java-Code, sondern wir haben auch noch eine ganze Menge COBOL-Code. Und wenn wir jetzt über das Thema Software-Engineering am Mainframe reden, dann braucht man natürlich auch von dort Spezialisten, die uns helfen, dort ja, agile Entwicklungspraktiken auch im Mainframe-Umfeld zu etablieren. Ich habe sicherlich noch einige Stakeholder vergessen außenrum. Wichtig ist, glaube ich, hier eher das Prinzip. Man kann nicht nur so ein Transitionsteam allein haben, sondern man braucht diese Vernetzung ins Unternehmen und die möglichst breit und in möglichst viele Bereiche und Unternehmensteile. Was wir auch machen, ist am Ende von dem Sprint eine Retrospektive. Das machen wir aber eben im kleinen Kreis.
und mit den Sponsoren zusammen so halbjährlich eine große Retrospektive, wo wir auch über einen längeren Zeitraum nochmal zurückblicken und Veränderungsmaßnahmen beschließen. Und da werden auch unangenehme Dinge angesprochen. Mir ist unsere letzte Release-Retro noch immer lebhaft im Kopf, wo wir das Thema Führung das erste Mal angeschnitten haben und wo gerade, weil es Führungskräfte sind, die Begeisterung sich in Grenzen gehalten hat. Aber genau das ist der Kreis, um solche vielleicht Painpoints, unangenehmen Dinge auch anzusprechen. So, eine kleine Preisfrage in die Runde. Jetzt, ein agiles Team produziert ja immer was, soll ja am Ende des Sprints ein Inkrement liefern. Was wäre jetzt mögliche Inkremente von so einem Transitionsteam? Ideen? Neues oranges Kästchen. Also Teams, genau. Ja, wollen wir, ja? Veränderung von Rahmenbedingungen, sodass eben andere Teams es leichter haben, oranges Kästchen zu werden. Genau. Also ich will die Spannung gar nicht so, wir lösen es einfach mal auf. Zwei Dinge sind schon gefallen. Also agile Teams, das ist, glaube ich, das Hauptprodukt, was wir erzeugen. Ja, wir haben heute 21 Teams am Laufen, also Team maximal 10 Leute. Das ist unser Hauptgeschäft, Teams zu helfen, auf Agilität umzuschwenken, die zu unterstützen. Aber es ist nicht das einzige Geschäft. Das zweite, Artefakte. Und wenn man jetzt nochmal sagt, agiles Manifest, lauffähige Software ist wichtiger als umfangreiche Dokumentation, wieso erzeugen die Artefakte? Da muss man wissen, Fiducia, Bankenumfeld, sehr stark reguliert. Wir brauchen gewisse Grundlagen, damit Prüfer von außen auch schauen können, wie machen die es und halten sie sich dran und können wir dem einen Haken geben. Ja? Also das ist primär das, was wir bei Artefakten erzeugen, aber auch so Rahmenbedingungen, und die muss man halt ab und zu auch mal niederschreiben. Ja? Man kann nicht alles nur kommunizieren, man muss es auch irgendwo festhalten. Rechts oben, Information, Kommunikation, ich glaube, das ist so ein Drittel unserer Zeit, geht genau dafür drauf, dass wir wirklich ins Unternehmen gehen, informieren, kommunizieren. Wir sehen nachher nochmal, in welcher Form wir das machen. Und der Kasten rechts unten, das ist das, was eigentlich auch total notwendig ist, was aber wahnsinnig schwer zu implementieren ist, sind so Communities of Practice. Zu sagen, hey, hier gibt es eine Austauschrunde für Scrum Master oder für Product Owner. Wir stellen die zur Verfügung, wir helfen denen, aber die Leute müssen da auch sich selber austauschen. Das ist etwas, was, wenn es funktioniert, glaube ich, sehr machtvoll ist, aber auch sehr schwer im Unternehmen zu platzieren. Gut, jetzt haben wir uns angeschaut, wo kommen wir her, wie arbeiten wir, was haben wir heute schon. Und jetzt will ich wie in jedem Reisebericht einfach mal noch ein paar Sehenswürdigkeiten streifen und die schauen wir uns als nächstes an. Und ich habe diese Sehenswürdigkeiten mal in drei Bereiche unterteilt, in Struktur, in Prozesse und in Kultur. Und wir starten mit Struktur und sehen hier links gleich das Thema Skalierung. Wir sind eigentlich, ich habe überlegt beim Vortrag zusammenstellen, wir sind eigentlich schon bei dem ersten Team skaliert gestartet. Da hatten wir nämlich nicht ein Team, sondern drei, die am gleichen Produkt gearbeitet haben. Aber das war nochmal ein Sonderfall und wir haben eigentlich letztes Jahr das erste Mal uns an das Thema Skalierung rangewagt und haben im E-Banking-Umfeld 4 Teams gleichzeitig umgestellt, die an diesem E-Banking-Produkt arbeiten, was letzten Endes jeder Endkunde, also jeder, der heute bei Volks- und Raiffeisenbanken oder auch bei PSD Bank Kunde ist, der nutzt diese Software, die wir da ab seit letztes Jahr auch agil entwickeln. Und das war schon was, wo wir alle Respekt davor hatten. Weil wenn das irgendwie schief geht, dann hat man wahrscheinlich sehr schnell eine Kundenauswirkung. Und was wir da aber gelernt haben, nur exemplarisch, sind zwei Dinge, die mir jetzt positiv hängen geblieben sind. Das eine ist immer, wie setze ich solche Teams zusammen? Ja? Da kann man heute im Klassischen geht dann Projektleiter her mit Staffing-Managern und Führungskräften und es geht, ich will jetzt nicht sagen tagelang, aber es ist doch etwas, was sehr lange dauert. Wir haben das so gemacht, wir haben die Themen hingeschrieben, wir haben ein paar Rahmenbedingungen formuliert und gesagt, hier Team, organisiert euch. Und nach 20 Minuten stand die Projektorganisation. Das war was, wo ich immer noch ganz begeistert bin, wenn man wirklich mal auch die Leute machen lässt. Das Zweite, was wir da gelernt haben, ist, dass Transparenz entsteht und Transparenz aber auch wehtut. Ja. Und auch so wehtut, dass vielleicht auch mal ein Manager aus einer mittleren oder oberen Führungsebene zum Team geht und sich mal anschaut, woran hängt es denn? Ja, das ist etwas, was ich zumindest in der klassischen Welt selten erlebe, dass Manager zu den Teams gehen, sondern
Die lassen sich immer indirekt über verschiedene Reports berichten. Und hier haben wir es geschafft, einen Manager mal in so eine Release-Retrospektive reinzusetzen. Und der wollte eigentlich nur eine halbe Stunde bleiben. Es wurden dann anderthalb Stunden und er hat einen ganzen Zettel an Dingen mitgenommen, die er verbessern möchte. Und das finde ich ist ein toller Erfolg, weil es einfach zeigt, wie man auch Management einbinden kann, wenn die halt gewillt sind, da mitzumachen. Bei Struktur haben wir noch zwei weitere Sehenswürdigkeiten. Zum einen mal die Rollen. Wir haben hier drei Rollen exemplarisch. Agile Master ist eigentlich ein Scrum Master. Wir haben es deshalb nicht Scrum Master genannt, weil wir eben nicht nur Scrum einsetzen, sondern auch Kanban. Und da erschien es uns irgendwie passender, den einfach Agile Master zu nennen. Ich habe die Rolle deshalb aufgeschrieben, weil es bei uns zumindest doch ein Heidenaufwand ist, die Rolle zu etablieren und überhaupt mal diesen Wert transparent zu machen, dass eben ein Agile Master kein Overhead ist, der die Projektkosten nach oben treiben soll, sondern dass der eigentlich für die Produktivität zuständig ist. Herr Buchwald hat es ja heute in seinem Vortrag auch nochmal schön dargestellt. Diese Erkenntnis erstmal in die Organisation zu tragen und zu sagen, das ist ein Wert, den der schafft, da haben wir noch nicht die goldene Lösung, also da kämpfen wir noch dran. Gleiches gilt auch für den Product Owner. Da ist oft zu beobachten, dass ein Product Owner so ein bisschen verkappter Projektleiter ist und auch genauso gehandelt wird. Und wir haben da noch ein zweites, ich will es jetzt nicht als Problem bezeichnen, sondern eher als Rahmenbedingungen. Wir haben Agilität bislang bei uns in der Anwendungsentwicklung gestartet. Produktmanagement ist da eigentlich noch außen vor. Und jetzt, wenn man über Product Owner redet, dann sollte der eigentlich, denke ich, irgendwie aus dem Produktmanagement kommen. Und das haben wir noch nicht geschafft, da sind wir gerade dran. Aber das macht halt auch Schmerzen. Ja. Und dritte Rolle, die wir neu etabliert haben jetzt im Rahmen dieser agilen Transition, ist ein Quality Engineer, wo wir der Meinung sind, dass wir jemanden in die Teams stecken müssen, der Qualität vorleben kann, der Qualität coachen kann, der den Teams hilft, qualitativ hochwertige Software zu bauen. Und wir kommen da nachher auch nochmal bei der Ausbildung drauf, auch da tun wir was. Aber dieser Quality Engineer ist eine ganz wichtige Rolle. Aber auch hier wiederum interessant festzustellen, wir hatten in der Vergangenheit schon eine Rolle, die hieß QSV, Qualitätssicherungsverantwortlicher. Das war aber eher jemand, der Qualität abgehakt hat am Ende. Und der soll es jetzt eigentlich von Anfang an dafür sorgen, dass es eingebaut wird. Und das ist eigentlich schon so ein Paradigmenwechsel, den man auch erstmal verstehen muss. Letzte Struktursehenswürdigkeit ist hier oben in der Mitte, dieses Paket, Continuous Delivery. Fiducia heute im Klassischen baut zweimal im Jahr ein Major Release, das heißt zweimal im Jahr wird auch erst gebaut, integriert, ausgeliefert in die Umgebungen und getestet. Und was wir jetzt eigentlich lernen müssen, ist, dass wir sowas dauernd machen müssen, ja, von Tag 1 an für die agilen Teams. Und das ist was sehr schwer zu lernen ist für eine Gesamtorganisation, weil da auch sehr viele Beteiligte sind. Deswegen ist das auch ein ganz eigenes Projekt, was sich genau nur um dieses Thema kümmert. Könnte ich jetzt auch noch ewig erzählen, aber nur als Hinweis, das ist eine Rahmenbedingung, die man einfach braucht, sonst kann ich keine agilen Teams in größerem Stil aufsetzen. So, zweite Sehenswürdigkeit, Prozesse. Ich habe hier mal vier mitgebracht. Zum einen mal Prozesse aufschreiben. Das ist hier oben dieses Fensterchen mit dem Dokument drin. Das ist unser Vorgehensmodell. Heißt nicht, dass wir das Vorgehensmodell aus dem Fenster geworfen haben. Nee, wir brauchen ein Vorgehensmodell, weil eine BaFin sowas als erstes sehen will und dann danach prüft, ob wir auch so vorgehen. Aber, und das soll das Fenster ein bisschen symbolisieren, wir haben das offen gestaltet. Wir haben das so gestaltet, dass es den Teams Möglichkeiten gibt, Scrum zu machen, in den Leitplanken sich zu bewegen, ohne gleich gegen irgendein Vorgehen zu verstoßen. Und wir haben es verschlankt. Ja, heute Vorgehensmodell mehrere hundert Seiten, agiles Vorgehensmodell 19 Seiten. Da glaube ich, sind wir auch alle stolz, es ist lesbar. Ja, wir haben es mit Personas versehen und so ein bisschen so eine Geschichte erzählt. Es ist prüfungssicher. Also die Konzernrevision hat sich es angeschaut und gesagt, ja, so kann man es lassen, so passt es. Gehen wir zu dem Block rechts oben, Informationsveranstaltungen. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, sehr viel Zeit geht drauf, dass wir ins Unternehmen gehen und kommunizieren.
Wir haben Informationsveranstaltungen gemacht, letztes Jahr 11 Stück, glaube fast 400 Fiduzianer waren dort, haben sich informiert. Wir haben so Marktstände aufgebaut, wir haben Leute aus agilen Projekten interviewt, um dieses Wissen, die Erfahrungen auch den Zuhörern transparent zu machen. Kam sehr gut an, also wir haben super Bewertungen bekommen und das ist was wir auch heuer wieder machen wollen, um einfach das Thema einfach im Kopf zu behalten. Ja. Weil alle die jetzt noch nicht in einem agilen Team unterwegs sind, für die ist das wieder weg nach so einer Veranstaltung und ich glaube, bei so einer Transition ist es wichtig, dass das im Gespräch bleibt. Also das ist eher Kommunikationsprozess. Jetzt wenn wir hier unten schauen, Schulungsprozess. Ja, wir haben heute im Schulungskatalog 4 Schulungen. Wir haben so ein Scrum Basics, wir haben den Certified Scrum Developer, Certified Product Owner und seit letztes Jahr auch den Scrum Master, seit letztes Jahr den Developer, wo wir eben sagen, wir müssen den Leuten entsprechende Ausbildung zukommen lassen. Das ist nichts, was wir alleine tun. Da holen wir uns auch externe Unterstützung. Gibt es Profis dafür, das können wir nicht alles selber machen. Aber wichtig ist, wir bieten es an, wir reichern es noch um unsere Spezifika an, das ist immer ein Wunsch der Teilnehmer auch, um eben ja, das in die Breite zu tragen. Und hier das Thema CSD oder ASE ist heute auch schon mehrfach gefallen, Agile Software Engineering, das ist genau das, was wir den Teams beibringen, damit die eben auch Software entwickeln können. Wir bauen auch eigene Coaches auf, auch da ein großes Investment, was man als Firma tätigen muss, um auch diese Entwicklungspraktiken in der Breite verfügbar zu haben. Und dann haben wir hier noch so ein komisches Bild, ich weiß nicht, ob es mir wirklich gut gelungen ist, das soll so ein bisschen die Wertschöpfungskette darstellen. Also wir haben ganz links das Produktmanagement, was eigentlich sehr nah am Kunden ist. Wir haben dann in der Mitte die Entwicklung und am Ende den IT-Betrieb und gestartet sind wir in der Wertschöpfungskette hier in der Mitte, in der Entwicklung mit Agilität. Und was wir jetzt eigentlich machen, ist erstmal nach links Richtung Produktmanagement auszudehnen. Also wir haben gerade einen Piloten, wo wir versuchen, mal von Pflichtenheften wegzukommen Richtung so ein Product Backlog. Und da ist eher das Entscheidende der Prozess, diese Zusammenarbeit, das gemeinsame Erstellen eines Product Backlogs. Und im Betrieb gibt es auch schon erste agile Inseln, aber es gibt halt noch keine Brücken zwischen den Inseln in der Entwicklung und denen im Betrieb. Also auch hier wäre so ein denkbarer nächster Schritt, diese Brücken zu schließen und einfach mal durchgängig für ein Produkt diese Wertschöpfungskette durchzuziehen. Aber da sind wir noch dran, also können wir vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr berichten. Große Baustelle, aber glaube ein logischer nächster Schritt, den man einfach gehen muss. Kultur als dritte Sehenswürdigkeit. Und Kultur ist heute auch schon mehrfach gefallen, auch das Thema Führung. Und ich glaube, das ist das größte Thema, was es momentan auch gibt bei der Umstellung einer Organisation auf Agilität. Zum einen mal das Thema Führung. Warum? Weil, wenn ich jetzt auf der Teamebene anfange, dort wird das sehr schnell verstanden, sehr schnell gelebt, die finden das gut. Aber spätestens auf der Ebene drüber bei den direkten Führungskräften verändert sich erstmal nichts. Ja, die spüren da keine große Veränderung. Vielleicht an manchen Stellen, weil sie nicht mehr wissen, wen müssen sie ansprechen, den Product Owner oder den Agile Master. Früher haben sie nur einen Projektleiter gehabt, das war vielleicht einfacher. Aber auch die Art und Weise, wie solche selbstorganisierten Teams geführt werden, muss sich ändern. Und deswegen ist Führung ein Thema, was sich auch bei uns in der Unternehmensstrategie findet. Deswegen zeigt diese Führungskraft auch hier auf die Unternehmensstrategie. Das ist etwas, was die Führungskräfte vorleben müssen. Und die müssen es deshalb vorleben, damit sich auch die Kultur ändert. Ja. Weil Kultur ist das, was das Unternehmen ausmacht, was so der Geist über allen oder in allem ist. Und das ändert sich nicht, indem wir jetzt hinschreiben, andere Kultur, agil, zack. Sondern es muss irgendwie von allen vorgelebt werden und ich glaube, gerade die Führungskräfte sind da ein großer Multiplikator. Wollen wir? Nee, nicht unbedingt sofort, nicht alle. Also sagen wir mal so, die jetzt dem agilen Thema nahestehen, die Sponsoren, ja, die leben sowas schon eher vor, aber es gibt noch eine breite Masse an Führungskräften, die sind in ihrem Tagesgeschäft verhaftet, die sagen, ich verstehe es auch noch gar nicht. Nicht, ich spüre keinen Druck. Also das ist schon ein großes Thema, das dort auch zu platzieren. Ich komme nachher gleich nochmal
auf den Teil hier zurück, was da vielleicht als nächstes ansteht. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Kulturanalyse eingehen. Das haben wir heuer gemacht. Da müssen wir ein bisschen so einen theoretischen Exkurs machen. Wir haben das anhand des Schneider-Kulturmodells gemacht. William Schneider hat gar nichts mit Agilität zu tun, aber der hat mal gesagt, es gibt eigentlich in Unternehmen vier mögliche vorherrschende Kulturen. Rechts oben so eine Kontrollkultur, wo man eben sagt, wir sind gut oder wir sind erfolgreich, weil wir Kontrolle erlangen und behalten. Das ist eigentlich das, was dort vorherrscht. Hier sind so, ich lese jetzt nicht alles vor, man kann es, denke ich, ganz gut lesen. Was man halt dort findet, ist Hierarchie, ist Ordnung, ist Vorhersehbarkeit. Das ist typisch für eine Kontrollorganisation oder Kontrollkultur. Rechts unten haben wir eine Kompetenzkultur. Das ist eher so diese Craftsmanship-Ecke, wo man sagt, hier handwerkliches Können ist für uns ganz wichtig. Wir sind deshalb erfolgreich, weil wir die Besten sind. Links oben Kultur der Zusammenarbeit. Hier geht es viel um Vertrauen, um Synergie, um eben, wie der Name sagt, Zusammenarbeit. Und deswegen sind wir erfolgreich, weil wir zusammenarbeiten. Und links unten eine Kultivierungskultur. Dort herrscht eher der Ansatz vor, zu sagen, wir sind erfolgreich, indem wir Leute heranführen, indem wir Leute ausbilden, fortbilden. Und deswegen sind wir als Unternehmen erfolgreich. Und Schneider sagt jetzt letzten Endes, es gibt in jedem Unternehmen eine vorherrschende Kultur und eine sekundäre, die auch noch mit ausgeprägt ist. Und es gibt einen schönen Fragebogen, 20 Fragen, kann man im Internet alles googeln, haben wir nicht erfunden. Und mit diesen Fragen kann man jetzt so eine Kulturanalyse machen und schauen, wo sind wir heute und wo wollen wir hin. Und genau das haben wir gemacht. Ich habe dazwischen noch eine Folie. Es gibt hier einen Aufsatz von Michael Sahota, der hat Agilität, Kanban oder Craftsmanship mal versucht, auf diese vier Kulturen einzuordnen. Man kann darüber streiten, ob Kanban Kontrollkultur ist, aber viele Elemente aus Kanban unterstützen zumindest eine Kontrollkultur. Und Michael Sahota sagt jetzt letzten Endes, wenn du weißt, wie die Kultur in deinem Unternehmen ist und du weißt, du willst was verändern Richtung Agilität, dann analysiere erstmal, wo du bist. Weil dementsprechend muss ich auch auswählen, mit was starte ich. Wenn ich hier unten bin, dann macht es natürlich irgendwie Sinn, erstmal das hier zu stärken und von da aus vielleicht hier rüber zu gehen. Wenn ich hier oben bei der Kontrollkultur bin, dann gleich den Schritt Richtung Agilität, Richtung Zusammenarbeit oder Kultivierung zu wagen, ist natürlich ein großer. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wo bei uns die Kultur ist. Ich denke, die ist wahrscheinlich in vielen deutschen Unternehmen eigentlich auf der rechten Seite. Ja. Also unsere Primärkultur ist eine Kontrollkultur. Die sekundäre ist eine Wissenskultur. Und eigentlich wollen wir nach links. Und jetzt ist die Frage, wie man das macht. Und wir haben es vorhin gesehen, mit Scrum gestartet. Und zumindest uns ist jetzt an vielen Stellen auch klarer geworden, warum Scrum so schwer einführbar ist, weil wir eben von rechts oben eigentlich nach hier drüben nach links wollen. Und vielleicht ist Kanban ein besserer Ansatz. Ich kann Ihnen die Frage heute noch nicht beantworten, weil wir das ist noch brandneu, dass wir das mal für uns analysiert haben. Aber ein möglicher Weg wäre zum Beispiel zu sagen, man versucht erstmal vielleicht über so einen Schwenk von hier unten, über diese Craftsmanship-Ecke nach da drüben zu kommen. Und wir wissen eben, dass wir eigentlich nach links wollen. Das ist nämlich Teil der Unternehmensstrategie. Unser Vorstand hat gesagt, wir wollen nach links. Wir wollen das deshalb, weil wir glauben, dass in 10 Jahren die Bankenlandschaft dramatisch anders aussieht, dass ich mich eben nicht mehr darauf verlassen kann, dass das so stabil bleibt. Der Markt ändert sich, und zwar immer rascher und schneller. Und deswegen müssen wir als Unternehmen einfach auch rascher auf solche Veränderungen reagieren können. Und diese Transition soll letzten Endes genau diesen Weg unterstützen und uns helfen, hier agiler und schneller und flexibler zu werden. Wie geht es jetzt da weiter? Also wir haben diese Unternehmensstrategie, die ist jetzt gerade verkündet worden. Was jetzt eigentlich die nächsten Schritte sind, ist, dass man zum Beispiel sich so eine Führungskultur, so Führungsleitlinien gibt und sagt, was bedeutet denn das, wenn wir auf die linke Seite dieses Kulturmodells wollen, was wäre denn dann eine geeignete Führungskultur? Da sind wir gerade dran, das mit auszuarbeiten. Ja, und dann muss das Ganze in die Breite kommen und das, glaube ich, wird dann so das Spannendste. Ja. Aber wie gesagt, da stehen wir gerade, da kann ich Ihnen heute noch keine Erfahrungen schildern. Vielleicht können wir da nächstes Jahr was dazu erzählen.
Gut. Jeder Reisebericht oder jede Reiseliteratur hat noch mal ein paar so Highlights, die ich Ihnen heute auch noch mitgeben möchte, wenn Sie hier rausgehen, vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Und ich fange mal oben an. Geduld, Geduld, Geduld. Ja, wenn man sich anschaut, wir sind seit 2009 unterwegs, so richtig strukturiert, oder meine Hauptaufgabe ist es, seit 2012 diesen Change durchzuführen. Und ich kenne einige Berater, die sagen, ja, ein Team ist nach 3 Sprints agil und eine Organisation, ja, weiß ich nicht, schneller. Also das funktioniert bei der Fiducia nicht, und ich habe gestern Abend erst mit jemandem von der SAP gesprochen, und wenn man sieht, wie lange die schon unterwegs sind und welche Hürden und Schwierigkeiten es dort auch immer wieder noch gibt, glaube ich, ist Geduld und Beharrlichkeit eine wichtige Eigenschaft bei so einer agilen Transition. Zweite Eigenschaft oder zweiter Punkt, den man kennen sollte, ist gar nicht so überraschend: Agilität schafft erstmal Transparenz, und das, was man da sieht, wird einem nicht gefallen, und das sehe ich tagtäglich. Ja. Und es führt halt oft dazu, dass es dann heißt, ja, wegen agil haben wir jetzt hier dieses Problem. Wenn man dann aber da nochmal genauer drauf schaut, wird man feststellen, na, das Problem hatten wir vorher eigentlich auch schon. Das ist jetzt nur Transparenz geworden, es kommt jetzt hoch. Und hier ist es eben ganz wichtig, zu wissen, dass es so ist, entsprechend reagieren zu können und sich auch wieder Rückendeckung aus so einem Sponsorengremium, aus einer Führungsmannschaft zu holen, weil ansonsten wird das Thema sehr schnell tot sein, ja? Weil man trifft auf Probleme, und wenn man dann als ersten Schuldigen die Agilität ausmacht, dann ist das schnell gelöst. Ja. Drittes Highlight: Kenne deine Unternehmenskultur und berücksichtige sie. Ich glaube, das habe ich gerade erläutert. Wir haben das, ich würde nicht sagen, zu spät gemacht, weil ich glaube, es macht noch keinen Sinn, wenn man die ersten agilen Inseln startet, schon sich über Kultur Gedanken zu machen und zu analysieren, wo bin ich und wo will ich hin. Weil da will ich ja erstmal sehen, funktioniert denn das bei uns, welche Erfahrungen machen wir damit. Aber ich glaube, sobald man so einen gewissen Level an agilen Inseln überschreitet und versucht, diese agilen Inseln irgendwie zu Kontinenten zu bündeln oder zu verbinden, dann spätestens macht es Sinn, sich über Kultur nochmal Gedanken zu machen und zu schauen, wo sind wir heute, wo wollen wir hin und was wären denn vielleicht geeignete Maßnahmen. Weil gerade Kultur verändert sich halt sehr langsam, wenn man sie überhaupt verändern kann, und dementsprechend muss man eben sehr frühzeitig auch da einen Fokus drauf legen. Dann, und die Dramaturgie der Vorträge, muss ich auch ein Lob an die Organisatoren geben, war heute perfekt. Ja, Hagen Buchwald hat heute ja schon erzählt, es gibt keine Blaupause für so einen agilen Change. Der Meinung bin ich auch. Ja, also ich kann nicht hergehen und einfach, wir haben heute schon ein Modell gesehen, ich kann das nicht nehmen und einfach 1:1 auf ein Unternehmen stülpen und sagen, und gut ist. Ich sollte mir die anschauen, also wir schauen uns solche Frameworks auch an, überlegen, was könnte davon passen, was haben wir vielleicht auch schon. Aber letzten Endes glaube ich, dass so ein Weg, wie wir ihn jetzt gehen, inkrementell vorzugehen und zu überlegen, was ist der nächste Schritt, daraus zu lernen, auch aus Fehlern zu lernen, glaube ich, ist der nachhaltigere Weg und passt besser fürs Unternehmen, als eine Blaupause zu nehmen und zu sagen, das ist es. Und es gibt einige Beispiele, wo das ja gescheitert ist, und von daher möchte ich Ihnen nochmal mitgeben, glauben Sie dem nicht, es gibt keine Blaupause. Und das unterstreicht nochmal das letzte Highlight: ein agiler Change ist ein komplexes System. Ich habe es vorhin ja schon mal eingangs gesagt, es passieren manchmal Dinge, damit hat man nicht gerechnet. Andererseits, man nimmt Veränderungen vor und glaubt, dass Folgendes passiert, und es passiert nicht. Dafür passiert zeitlich versetzt an einer anderen Stelle was anderes. Und das ist ein typisches Merkmal von einem komplexen System, dass ich einfach Wirkungs- und Ursacheketten nicht, dass die eben nicht zusammenhängen, sondern dass das einfach indirekt passiert. Und das muss man berücksichtigen. Und deswegen ist gerade so ein Thema Information, Kommunikation, gerade offene Kommunikation sehr wichtig, weil das bewirkt was. Und man sieht es vielleicht nicht sofort, aber es passieren Dinge. Und ich finde es immer toll, wenn jemand zu mir kommt und sagt, kannst du mir mal was zur Kanban erzählen? Ich habe das bei mir im Team eingeführt und wir haben das gar nicht selber vorangetrieben. Das zeigt mir immer, hey, da passiert was. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig zu wissen.
das sind die 5 Highlights, die ich Ihnen mitgeben möchte. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen was gebracht auf dem Weg zur agilen Organisation. Wir haben jetzt noch, weiß gar nicht, 5-10 Minuten Zeit für Fragen. Ansonsten stehe ich natürlich auch nachher noch zur Verfügung. Bedanke mich an der Stelle aber jetzt schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, gibt es Fragen? Ja, also dieses Schneider-Kulturmodell, das ist ja wirklich sehr spannend, vor allem mit der Organisationsbestimmung. Kann man sagen, dass man dann auch eine unheimlich große Kraft braucht, einen unheimlich großen Attraktor, um überhaupt dann den Schritt in eine andere Kultur rüber anzugehen? Also auf Bedeutung von unheimlich starken Treiber. Ja. Sie haben es angesprochen, Sie sprechen von dem Modell, wie in 10, 15 Jahren Banking aussieht. Ist der Treiber schon so stark, dass auch wirklich etwas bewegt? Schwierig, weil ich bin ja nicht der Treiber, aber nachdem wir jetzt den Schritt auf Vorstandsebene geschafft haben und der Personalvorstand sehr starker Verfechter von Agilität ist und sagt, wir müssen als Unternehmen hier ganz anders agieren, glaube ich, ist es den Vorständen bewusst, dass wir hier was ändern wollen, sonst hätten sie es nicht in die Unternehmensstrategie verankert. Aber ob das schon reicht, weiß ich nicht. Also ich glaube, die Kunst wird jetzt sein, die Ebenen drunter mitzunehmen. Und vielleicht gelingt es uns, die Fiducia steht gerade wieder in Fusionsgesprächen mit der GAD im Norden, vielleicht ist das eine Gelegenheit, sowas zu implementieren, sowas vielleicht gleich bei so einer Fusion, bei so einem Zusammenschluss hinzubekommen. Aber eine Garantie will ich auch nicht abgeben, weil ich kenne ja auch einige Beispiele, wo es selbst mit so einem Top-Sponsor nicht geklappt hat. Also ich glaube, das Beharrungsvermögen von so einer Kultur ist schon sehr groß und das darf man nicht unterschätzen. Und das sehen wir eben ja auch immer wieder, im Kleinen wie im Großen, dass Dinge, wo man glaubte, die haben schon funktioniert, plötzlich wieder nicht mehr funktionieren. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so schwer, Agilität in Unternehmen flächig einzuführen. Dann von ganz oben nochmal ganz runter gefragt, Cobol, ist es Ihnen gelungen, Agilität, agiles Software-Engineering bei Cobol reinzubringen? Wir haben ein Team, die haben sich selber geholfen, die haben relativ viel in Testautomation investiert, in Treiber, um auf der Cobol-Welt überhaupt automatisiert testen zu können. Ansonsten sind wir da noch wirklich sehr am Anfang. Also wir sind gerade dabei zu schauen, welche von diesen Praktiken, die sich im Java-Umfeld seit Jahren etabliert haben, welche könnte man denn jetzt wie in die Cobol-Welt überhaupt transferieren? Da sind wir gerade mit den Spezialisten aus dem Cobol-Umfeld unterwegs, aber haben wir noch keine Erfahrung, wie gut das auch ankommt bei den Leuten und wie praktikabel das ist. Also es ist sicherlich eine spannende Sache, die wir da noch vor uns haben. Nachhaltige Implementierung, sicher. Also Sie haben ja gesagt, Sie sind am Anfang, jetzt sind so die Gruppe der Risiken, haben jetzt mitgenommen, es kommt auch immer mehr grüne Flächen dazu, aber es gibt ja auch Widerstand auf Management-Ebene, die plötzlich transparenter ihre Arbeit machen müssen. Also es wird ja so ein Rückschlag geben. Gehen Sie da mit Widerstand um und sichern praktisch, dass wir zu einem Erfolg kommen, zu einem Stillstand oder sogar zu einem Rückschritt. Das kann ja auch mal sein, dass man Vorteil gerätselt hat. Ja. Also noch hatten wir den. Ja, ja. Man muss sagen, es gibt Firmen, die haben es auf die, sanfte Art gemacht. Ich glaube, es gibt viele Firmen, die es machen so. Es gibt aber auch erfolgreiche Firmen, die haben auch harte Maßnahmen ergriffen mit Widerständen. Die sind auch ganz erfolgreich. Ja. Also harte Maßnahmen haben wir, zumindest kenne ich noch keine, haben wir noch nicht ergriffen. Was wir schon in dem einen oder anderen Fall hatten, ist, wenn wir festgestellt haben, ein Team will agil machen, aber vielleicht ein Einzelner darin nicht, dass wir dann für diesen Einzelnen Lösungen gesucht haben. Ja, dass wir gesagt haben, okay, der kriegt vielleicht ein Umfeld, wo er so weiterarbeiten kann wie gewohnt, damit er das restliche Team nicht in ihrem Willen behindert, auf agil umzustellen. Widerstände so auf Führungsebene. Jetzt muss ich mal, ja, ich glaube, haben wir noch nicht so wirklich überwinden können. Ja? Da bin ich auch ganz ehrlich. Wir versuchen dann natürlich aufzuklären, mit den Leuten Gespräche zu führen.
Aber oft gibt es ja unterschiedliche Interessenslagen. Und das ist ja auch nicht so, dass die das grundsätzlich doof finden oder sagen, ich will nicht agil, sondern oft sind es ja so Rahmenbedingungen, die nicht passen. Ja. Und wir versuchen dann an diesen Rahmenbedingungen zu drehen. Und das erhoffe ich mir, ist erfolgsversprechender. Aber den harten Weg haben wir nicht gegangen. Also um die Frage zu beantworten, wir versuchen es eher auf die sanfte Tour, durch Überzeugung, durch gute Beispiele. Den harten Weg, glaube ich, kann ich mir jetzt zumindest noch nicht vorstellen.